Nazis aufs Maul zu sagen, ist einfach nur eine Verherrlichung von Gewalt. Eure Gewaltfantasien werden zerplatzen wie eine Seifenblase, das schwöre ich euch. Sein schlimmster Feind steht schlau und klein in seinen eigenen Reihen. In seinen eigenen Reihen. Was ja unextremistisch betitelt, sind einfach links, libs ohne Klassenbewusstsein. Grüner Regenbogen, Kapitalismus bringt uns nicht weiter. Ja? Was, das ist keine Aussage. Was heißt das? Na, dann helfe ich dir mal auf die Sprünge, lieber Erwin. Der Begriff des Extremismus wurde vom rechten Verfassungsschutz eingeführt, um den politisch motivierten Willen zum Umsturz unserer neoliberalen Gesellschaft aus allen ideologischen Lagern als verfassungsfeindlich und damit kriminell einzustufen. Davon sind dann alle Aktivisten betroffen, die eine Gefahr für unsere oligarchischen Overlords darstellen. Die konservative Mitte bleibt durch ihre Konformität und ihren mangelnden Willen zur Umsetzung ihrer Ideale und Ziele oder auch einfach die Ignoranz gegenüber reellen Problemen unserer Gesellschaft verschont. Und ja, dazu gehören dann auch die Linksliberalen, die man eigentlich nicht als links betiteln sollte, denn wer keine Gefahr für die bürgerliche Mitte darstellt, spielt im Klassenkampf eine ähnlich relevante Rolle wie die Extinction Rebellion beim Klimaschutz. Und dann einfach zu sagen, grüner Regenbogen, Kapitalismus bringt uns nicht weiter. Darüber hat niemand geredet. Es ging nicht darum in diesem Tweet. Ja. Darum ging es nicht in diesem Tweet. Doch, das ist genau, woran der Linksliberalismus appelliert. Unsere kapitalistische Demokratie bringt jeden Wahlkampf einen 95%igen Wahlsieg für das Großkapital. Keine einzige der etablierten linken Parteien will und kann die kapitalistische Gesellschaft überwinden, da sie sonst direkt vom Verfassungsschutz verboten und als Extremisten diffamiert werden würden, ähnlich wie die KPD damals. Du hast einfach keine Ahnung, wie dehnbar der Begriff Extremismus von unserem Allmann-Pendant der CIA verwendet wird. Es geht nicht nur um Gewalt. Es geht vor allem darum, belesene Marxisten aus der Gesellschaft zu treten. Einigkeit Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. In diesem Tweet ging es darum, man kann auch ganz unextremistisch links sein. Das ist eine gute Aussage. Und dass sie sagt, wissen viele Kommunisten wohl nicht. Und dann kommen diese Leute und bestätigen einfach diesen zweiten Satz, dass sie sich das einfach nicht vorstellen können. Wir müssen uns das gar nicht vorstellen, Erwin. Durch Deutschlands Geschichte haben wir eigentlich ganz gut verstanden, zu welcher Fraktion die antikommunistische selbsternannte Linke hält, wenn es hart auf hart kommt und der Klassenkampf sich so intensiviert, dass ein Umsturz der alten Ordnung nicht mehr fern ist. Stichwort: Wer hat uns verraten? Die Sozialdemokraten. Deine ideologischen Vorfahren haben sich mit der konservativen Mitte, zu der sie realistisch betrachtet selber gehört haben, und den aufsteigenden Nazis verbündet, um der bösen, bösen Gefahr der kommunistischen Revolution entgegenzuwirken. Was sie mit dem Niederschlag der Spartakusaufstände ja auch geschafft haben, nur um dann später selber in das Fadenkreuz der Nationalchauvinisten zu geraten. Karma! Das ist die wirkliche Lehre, die wir aus dem Fall der Weimarer Republik ziehen müssen. Dass die heutige als extremistisch diffamierte Linke die einzige war, die Hitler hätte verhindern können, und unmissverständlich auch das Imperium der Europäischen Union. Denn während meine ideologischen Ahnen wie Thälmann, Liebknecht und so weiter bereits früh vor Hitlers Aufstieg gewarnt haben, stehen ihre Nachkömmlinge auch heute schon im Konflikt mit unserer Scheindemokratie und misanthropischen Verfassung. Es ist der Bourgeoisie ernst damit, die Partei und die ganze Avantgarde der Arbeiterklasse zu zerschmettern. Also nicht nur Vernichtung der letzten spärlichen Rechte der Arbeiter, nicht nur Parteiverbot, nicht nur faschistische Klassenjustiz, sondern alle Formen des faschistischen Terrors. Vergessen wir nie, dass dem Hitlerfaschismus die Regierung in die Hand gegeben worden ist, wegen seiner erklärten Absicht, erst die militärische Aufrüstung, dann das militärische Übergewicht zu erreichen. Hitler wird einen Weltkrieg entfesseln! Ich hoffe, du wirst den Moment noch erleben, an dem ich mich meinen heroischen linksrevolutionären Vettern anschließe und pseudolinken bürgerlichen Hygienephobisten wie dir sagen kann: Ich hab's euch ja gesagt. What the fuck einfach? Wo bin ich? Ja. Ich hab's euch ja gesagt. Alter, es ist einfach cringe. Ich hab's euch ja gesagt. Ich stehe wirklich da und mir tut das einfach innerlich weh. Da schreibt auch Dennis Ergün. Der Begriff Extremismus möchte zum Beispiel linksradikale Islamisten und Faschisten in einen Topf werfen, weil ja alles extrem wäre, daher die Unwissenschaftlichkeit. Konservative haben doch mehr Überschneidungen mit der radikalen Rechten als Kommunisten, das wird verschleiert. Vollkommener Whataboutism. Vollkommener Whataboutism. Ja? Das ist einfach vollkommener Whataboutism. Nein,
Das hat absolut nichts mit Whataboutism zu tun. Nichts an der Extremismustheorie ist wissenschaftlich. Wir haben mit Extremisten aus anderen Ideologiekreisen nichts am Hut, außer dass wir die zentristische BRD gleichermaßen beschissen finden. Wenn man sich mal genau anguckt, wer die heutigen als Rechtsextremisten definierten Nazis zur Zeit des Deutschen Reiches maßgeblich unterstützt hat und welchen Parteien die Ex-Nazis nach ihrem Zerfall überwiegend zugelaufen sind, stellt man sehr schnell fest, dass die konservative Mitte sehr viel mehr Schnittstellen mit dem Faschismus hat als jeder stramme linke Genosse. Er redet über den Begriff des Extremismus. Ist mir damals auch passiert, ja. Wo ich gesagt habe, ich sehe Linksextremismus problematisch und ich sehe Gewalt und alles problematisch und lehne das ab, hat dann plötzlich gesagt, ja, wie definierst du Extremismus? Na mein Gott, das ist eine Definition vom Verfassungsschutz, das ist eine Definition von Wikipedia, ja, pf, was? Ja, aber irgendwo müssen wir ein bisschen ein Common Sense haben. Du verstehst nicht, dass man Gewalt ablehnen kann und trotzdem vom Verfassungsschutz als Extremist verfolgt werden kann. Und abgesehen davon hat Parlamentarismus ohne vorangegangenen gewaltvollen Umsturz der alten Ordnung, auch genannt Revolution, bisher noch nie etwas von geopolitischer Relevanz erreicht. Das fette Anzug tragende Schwein verschluckt sich gerade am Kaviar, wenn seine Untertanen sich streiten, ob sie sich die Freiheit erquatschen können. Unsere politischen Feinde lehnen Gewalt nicht ab. Weder die Rechten noch die bürgerliche Mitte, die Staatsgewalt im Nacken hat. Du rennst gerade mit einem Messer zu einer Schießerei. Na wohl, in deinem Fall wohl eher mit einer schriftlichen Petition zum Flächenbombardement. Der Nächste sagt, ja, linker Extremismus ist per se ja nicht schlecht. Es kommt darauf an, was ich im Zweifel daraus mache. Das ist eine Rechtfertigung vom Extremismus. Warum tust du das? Und bei gewissen Themen ist mir die extreme Position doch lieber, vor allem im Hinblick auf gewisse Aktionen, Nazis aufs Maul. Also hier wird einfach Gewalt sozusagen, Nazis aufs Maul. Hier wird, und das ist einfach das Problem. Warum? Einfach, warum? Warum kannst du nicht einfach sagen, warum musst du sagen, linker Extremismus ist ja per se nicht schlecht? Warum tust du das? Was würdest du sagen, wenn jemand sagt, wenn ein Rechter kommen würde und ein Rechter sagt, naja, Rechtsextremismus ist jetzt nicht per se schlecht. Was würdest du dann tun? Würdest du das cool finden von dem Rechten? Würdest du sagen, hey, ihr Rechten seid einfach so cool? Also hier hat Erwin sogar ausnahmsweise recht. Nazis aufs Maul zu hauen ist regressiv und kontraproduktiv. Man muss dafür sorgen, dass der Nazi sich nicht anschließend als Opfer inszenieren kann und dabei hilft die goldene Regel. Doppelt hält besser. Sei nicht zu geizig mit deiner Munition. Ich meine, ein sauberer Schuss in den Kopf. Und die Lady hätte nicht als Happy Meal enden müssen. Um an der Stelle meinen Namen von etwaigen schwarzen Listen unserer uniformierten Freunde fernzuhalten, blende ich ein zusammenhangsloses Bild einer sowjetischen Ehrenfrau ein. Nein, es ging nicht darum, dass Dennis ist unfair oder beleidigend ist. Es ist Whataboutism. Das ist Whataboutism. Er hat einfach das Thema gewechselt, der Dennis. Ja, das ist das Problem. Es geht nicht darum, dass er über die Strategie der Rechten redet. Warum? Wozu? Sie hat über die Strategie der Linken geredet. Warum bleiben wir nicht dabei? Das ist ein wichtiges Thema. Warum müssen die Linken einfach, wenn es darum geht, um Extremismus in den eigenen Reihen, einfach plötzlich das fucking Thema wechseln und sagen, ja, aber die Rechten. Das Gleiche machen die Rechten auch. Sobald du den Rechten sagst, hey, ihr habt Rechtsextreme in euren Reihen, sie haben, keine Ahnung, so und so viele Menschen umgebracht, sagen sie, ja, aber die Linksextremen, die sind auch. Bei denen mögen wir das nicht, wenn sie das tun. Warum machen wir das selber? What the fuck einfach? Wollen wir nicht ein bisschen besser sein als sie und einfach sagen, ja, okay, Extremismus ist ein Problem, dagegen müssen wir alle geschlossen kämpfen. Linke Ideologie ist eine Antwort auf Ausbeutung, Krieg, Not, Hunger, Faschismus und so on. Es ist kein Whataboutismus, wenn sich die beiden Dinge, die in Kollation gesetzt werden, bedingen. Ohne Kapitalisten, Nazis, allem dazwischen und in der Umgebung müssten wir ja gar nicht für eine gerechtere Gesellschaft kämpfen, da sie schon längst existent wäre. Also sofern es Linke ohne ein Feindbild gäbe, was durch die Theorie der Dialektik aber vermutlich unwahrscheinlich wäre. Zu sagen, man kann linke Dogmatisten nicht mit feindlich gesunden politischen Lagern rechtfertigen, ignoriert Jahrzehnte von wissenschaftlicher Theorie. An der Stelle, Erwin, kann ich dir nur empfehlen, schalt deinen Twitch ab, fass zur Abwechslung mal ein Buch an, schadet nicht. Du schadest der linken Sache, wenn du nicht mal versuchst, unsere Punkte zu verstehen und stattdessen den haltlosen Narrativen des deutschen Rechtsstaats nachspeichelst. Ist einfach die Linken, scheiße, was war das? Die Linken wollen nicht darüber reden, einfach was sozusagen in ihren eigenen Reihen vielleicht nicht cool läuft und einfach dazu stehen und einfach mal, wenn sie kritisiert werden, einfach sich hinstellen und sagen, ja, das ist scheiße, fertig, Digga. Das ist scheiße und gut ist. Ja, nein. Ja. Fehlende Selbstreflexion ist scheiße, Erwin, exakt. Gucken wir mal, wie du auf die berechtigte Kritik auf dein massiv gehatetes Video reagiert hast. Wenn andere Leute herkommen und einfach so sagen, ja, ihr seid ja alle scheiß Linksextremisten, ja. Genauso wie wenn irgendwelche Linken kommen und zu den, die zum Beispiel bei, was ist eine Mitte-Rechtspartei, ja, CDU zum Beispiel, dass er sagt, ihr bei der CDU, ihr seid alle Nazis.
So, das ist übertrieben, Digga. Unser politischer Feind ist nicht nur am rechten Rand zu finden, Erwin. Das wüsstest du, wenn du dich mehr mit linker Theorie auseinandersetzen würdest. Du hast kein Problem damit, dass auf Linke und Rechte gleichermaßen ein Extremismusbegriff angewendet wird, aber wenn man die antifeministischen, erzkonservativen, theokratischen Kapitalschauvinisten bei der CDU Nazis nennt, reißt bei dir eine Sicherung. Im Hintergrund läuft übrigens die ganze Zeit eine Liste aller ehemaligen NSDAP-Mitglieder, die nach 1945 in Parteien eingetreten sind, die du als bürgerliche, unextremistische Mitte betiteln würdest. Und was denkst du, wie viele Neonazis sich als Schafe getarnt im unextremistischen Raum in deine heilige Demokratie einschleichen, um sich auf den nächsten Massengenozid vorzubereiten? Der Verfassungsschutz beobachtet buchstäblich Leute, die sagen, es gäbe Klassen. Auch schon wieder irgendwas. Aber das stimmt nicht. Wir haben das ja damals gemeinsam durchgelesen. So einfach ist die Sache dann auch nicht. Doch, es ist so einfach, Erwin. Die junge Welt wird vom VS als extremistisch eingestuft, weil sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung durch ihre kommunistische Propaganda gefährden. Eine Zeitung. Oder willst du mir erzählen, die Journalisten dort gehören allesamt anarchistischen Schlägertrupps an? Klar kann gezielte Propaganda zu Gewalt führen, aber wie gesagt, es gibt keine pazifistische Ideologie in keinem Lager. Auch du verherrlichst Gewalt durch deine bedingungslose Konformität mit diesem imperialistischen, arbeiterfeindlichen Shithole namens Bundesrepublik. Hier wird die DDR hart gefeiert. Okay. Ja, wenn jemand die DDR feiert und die DDR dadurch entstanden ist oder dadurch entstehen würde, dass man den Staat überwirft und dann sozusagen ein neues System gewalttätig installiert und es mit Gewalt erhält, dann braucht man sich nicht wundern, dass der Verfassungsschutz dagegen ist. Ich meine, das haben wir besprochen. What the fuck? Das ist logisch. Das ist der Job vom Verfassungsschutz. Und bitte nicht jetzt schreiben einfach, der Verfassungsschutz ist rechts. Das spielt keine Rolle. Das ist wieder ein Whataboutism. Nobody gives a shit, okay? Wenn man als selbsternannter Linker gegen den einzigen deutschen Staat ist, der keine Arbeits- und Obdachlosigkeit hatte, alle sonstigen Grundbedürfnisse befriedigte, sich nicht an imperialistischen Interventionen im Ausland beteiligt hat, der, obwohl er aus Ruin auferstanden ist und unter starken Sanktionen des Westens zu kämpfen hatte, bei einem Drittel der Arbeiter von Westdeutschland, der ohne starke Subventionen der Achsenmächte auskam und sich mit den dichten Grenzen gegen Coups der CIA schützen musste, der frisst den amerikanischen Aktionären ihre scheinheilige Propaganda regelrecht ungewürzt aus ihren blutigen Händen und verdient auch keine zukünftige Inklusion in linke Debatten, wenn er die Gegenstandpunkte einfach ignoriert. Stimmbruch. Und hier wird die DDR gefeiert und natürlich, wenn du die DDR feierst, nennt man dich Extremist. Was hast du dir gedacht? So, ja? Che Guevara und so weiter sind linksextrem, natürlich sind sie linksextrem, ist ja klar. Also ist es eine Strategie in Deutschland, eine politische Gewalt nicht zielführend in einer Diktatur, sieht es anders aus. Ja, wenn wir in einer Diktatur wären, dann gilt alles nicht. Aber das ist ja etwas vollkommen anderes. Wir sind ja nicht in einer Diktatur. Also warum reden wir so, als wären wir in einer? Was soll der Scheiß? Das ist einfach kontraproduktiv. Das ist einfach, was du damit ausdrückst, wenn du so redest, ist einfach, dass du sagst, ja, dass du einfach so dich von der Demokratie ausschließt. Ah, da ist schon der nächste Fehler. Im kapitalistischen System leben wir jederzeit in einer Diktatur der Bonzen, der reichsten Klasse, die mit Lobbyarbeit im Hintergrund die Fäden zieht, um sich noch stärker zu bereichern und dem Befreiungskampf der Arbeiter entgegenzusetzen. Zu denken, eine Diktatur sieht zwangsläufig so aus wie die Beispiele aus dem vorherigen Jahrhundert, spielt unseren heutigen Unterdrückern regelrecht in die Hände. Sie haben längst einen Weg gefunden, uns in dem Schein einer freien Existenz zu lassen, während die einzige Freiheit, die wir besitzen, die Auswahl aus 300 verschiedenen Zahnpasta-Geschmäckern und des Kreuzes beim Kästchen des nächsten geschmierten Pseudo-Volksvertreters ist. Das mag dir jetzt vielleicht nicht so vorkommen, weil du es A, nicht anders gewöhnt bist und B, eh zu dem am wenigsten marginalisierten Personen im Westen gehörst. Es gibt zwangsläufig nur eine Diktatur des Proletariats oder eine Diktatur der Bourgeoisie. Und du hast dich für die Kaviarfresser entschieden, Erwin, Glückwunsch. Pazifismus ist ein Privileg. Nein, ein fucking Kanal auf Twitter, ja? Ein fucking Kanal auf Twitter, wo du einen Typen hast, der jemandem anderen ins Kreuz steigt. Das ist ein fucking Privileg. Und du bestätigst gerade die Aussage des Genossen. Du bist so privilegiert, dass du nicht im Fadenkreuz der identitären Bewegung stehst und ihren Hass auf Flüchtlinge und Immigranten so verharmlosen kannst. Ich hoffe, Martin Sellner hat deiner Date-Anfrage zugesagt, Erwin. Verstehst du nicht, dass du einfach eine Politik anzettelst und eine Politik unterstützt, von der Menschen sterben? Ja? Ja, du schießt die Linken ins Abseits damit und die Linken werden es schwieriger haben, insgesamt alle, ja, wegen dem Typen. Wegen seinem Profilbild. Du scheiterst komplett am Toleranzparadoxon. Nicht wir haben den gewaltvollen Diskurs angezettelt, nein, wir versuchen den permanenten gewaltvollen Diskurs zu stoppen. Und linke Theorie und Geschichtsverständnis zeigen uns, dass dies nur mit Gegengewalt erreicht werden kann. Jesus hat es auch nichts gebracht, seine linke Wange auch noch hinzuhalten. Er ist am Kreuz krepiert und hat Mitschuld an der Entstehung des Christentums. Ja, und es ist einfach, Pazifismus ist ein Privileg. Nein, du bist privilegiert, Digga, dass du dir leisten kannst, so
nicht zukunftsorientiert zu sein und nicht darauf zu schauen, wie wir am schnellsten möglich eine Politik umsetzen können, die Menschen, die draußen sterben, verrecken, auf der Straße leben, die nichts zu essen haben, die von Hartz IV leben müssen, die krank sind, die benachteiligt werden, die ausgebeutet werden, dass wir ihnen helfen, dass sich was an ihrer Lebensrealität, ihrer actual Lebensrealität was ändert. Actually, du stehst dem im Weg. Weil du einfach die Linke an einen Rand drängst mit solchen Sprüchen wie Pazifismus ist ein Privileg. Du hast das Privileg, dass du nicht sinnvolle Struktur und strategisch orientiert denken musst und du auf Kosten aller anderen Menschen, die unsere Hilfe brauchen, spielst du hier ein LARP aus. Ja, du LARPst hier fett. Stichwort schnellstmöglich, Erwin. Was denkst du, wie lange die Flüchtlinge, die vor unseren Grenzen an der Festung Europa saufen, warten wollen, bis wir aufhören, ihre Märkte durch aggressiven Handel zu zerstören und ihre Länder ins Mittelalter zu bomben, um das westliche Feindbild des dschihadbereiten Moslems aufrechtzuerhalten? Was denkst du, wie scheißegal es den jugendlichen Obdachlosen hier wäre, wenn sie eine Gratiswohnung und einen gesicherten Job und Zukunft von der SED bereitgestellt bekämen und im Gegenzug nur auf Bananen und Jeanshosen verzichten müssten? Das menschenunwürdige Hartz IV wurde vom ersten Kabinett Schröder eingeführt, der ersten SPD- und Grünen-Regierung Deutschlands. Geholfen hat das niemandem, es hat nur die Statistik der BRD etwas aufgehübscht. Bei Linkssein geht es nicht darum, Che Guevara zu feiern. Es geht nicht darum, ein Mao-Poster an der Wand zu haben. Es geht nicht darum, alle Marx-Werke gelesen zu haben. An deinem Beispiel sieht man doch sehr gut, dass es wichtig ist, linke Theorie zuerst oder zumindest nebenbei zu studieren, bevor man das Maul aufmacht und sich öffentlich mit seinem radikalen Unwissen blamiert. Wenn du denkst, beim Linkssein geht es nur um kleinbürgerliche Symptomsbekämpfung anstatt um den sozialistischen Aufbau und der Bekämpfung seiner Feinde, dann gehörst du auch zum Feind. Bei Links geht es darum, dass man den leidenden Menschen da draußen hilft. Es geht darum, dass man die Mietpreise senkt. Es geht darum, dass man Mindestlöhne erhöht. Nein, Erwin, es geht beim Linkssein darum, dass man Mieten komplett abschafft und den Arbeitsplatz demokratisiert und ein bedingungsloses Einkommen etabliert. Also Vermieter und Chefs komplett abschaffen, die nichts für die Gesellschaft tun, außer ihren Errichtern die Früchte ihrer Arbeit zu stehlen. Kompromissbereitschaft führt mit jedem Schritt, den wir dem Arbeiterfeind entgegentun, dazu, dass er zwei Schritte zurückweicht. Kann man, denke ich, sehr gut am Beispiel Demokraten und Republikaner in den USA sehen. Es geht darum, dass man Betriebe startet, die den Arbeitern gehören, damit niemand ausgebeutet wird. Es geht darum, dass man die Obdachlosen von der Straße holt. Es geht darum, dass man Essen bereitstellt, dass niemand hungern und verhungern muss. Das ist, was links ist. Und nicht Marx lesen. Nicht Mao-Poster an der Wand haben. Du beschreibst gerade absolut die Errungenschaften der DDR, Erwin, Digga, wirklich informier dich, please, boy. Da gibt es diesen Grünen, hab vergessen, wie er heißt, der das ständig postet, der dann auch im Mittelmeer war und Menschen gerettet hat und der die ganze Zeit in die Flüchtlingsunterkünfte in glaube ich, Griechenland oder wo geht und die ganze Zeit von dort postet, was für Zustände sind und sich darum kümmert, dass das dort verbessert wird und permanent, er ist, glaube ich, auch im Europaparlament und er setzt sich einfach sozusagen dafür, dass sich die Umstände verbessern und alles, das ist ein fucking Linker. Flüchtlingshilfe ist gut, ja, aber es ist nur Symptomsbekämpfung und wird kein zukünftiges Leid verhindern, solange wir noch mit den Verursachern friedlich koexistieren und die Wurzel des Problems nicht anständig analysieren. Der Appell, zuerst zu handeln und danach zu denken, ist genau der Grund, warum Mao Zedong während der Kulturrevolution einige Fehler gemacht hat. Er war zwar schlau genug, diese Fehler anschließend zu reflektieren und seine Nachfolger konnten dank seiner Alphabetisierungskampagne den Marxismus-Leninismus auch genug studieren, um diese Fehler auszubessern, aber wir wissen ja, wie Mao in der breiten Bevölkerungsmasse gerade dasteht, so, ne, vor allem in Deutschland. Abschließend dann noch ein Zitat von ihm. Nehmt sie zu Herzen, Erwin, und übe dich in der Gabe der Selbstreflexion, einer der marxistischen Tugenden. Wenn der Feind uns bekämpft, ist das gut und nicht schlecht. Ich bin der Meinung, dass es für uns, sei es für den Einzelnen, für eine Partei, eine Armee oder eine Schule schlecht ist, wenn der Feind nicht genug gegen uns Front macht. Denn in diesem Fall würde es doch bedeuten, dass wir mit dem Feind unter einer Decke steckten. Wenn wir vom Feind bekämpft werden, dann ist das gut. Denn es ist der Beweis, dass wir zwischen uns und dem Feind einen klaren Trennungsstrich gezogen haben. Wenn uns der Feind energisch entgegentritt, uns in den schwärzesten Farben malt und gar nichts bei uns gelten lässt, dann ist das noch besser. Denn es zeugt davon, dass wir nicht nur zwischen uns und dem Feind eine klare Trennungslinie gezogen haben, sondern dass unsere Arbeit auch glänzende Erfolge gezeigt hat. Jemand, der sich Gulag nennt, der Menschen in den Gulag sperren würde, der ist links.